Hallo, neue Lover Review. Pirates of the Caribbean, Dead Men Tell No Tales oder Salazar's Revenge oder Salazar's Rache. Wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Wie immer, ich muss erst darüber reden, wie ich zum Rest des Franchises stehe. Denn ja, man muss es heutzutage bei fast jedem Film machen. Den ersten habe ich damals nicht im Kino gesehen. Ich war dafür noch ein bisschen zu jung. Aber dann auf DVD nachgeholt und ich finde ihn richtig gut. Der erste ist ein extrem spaßiger Film, brachte ja frischen Wind in das Piratengenre, als er in den 90ern das Genre mit Cutthroat Island im Prinzip starb. Und keiner hat daran geglaubt und hat dem Film schon vorher Hohn und Spott entgegengeworfen und dann wurde es dieser Mega-Erfolg, mit dem niemand gerechnet hat und hat Johnny Depp zum ultimativen Hollywood-Superstar gemacht. Den zweiten mag ich auch sehr gerne. Ich finde, das ist auch ein sehr spaßiger Film, wenn auch ein bisschen zu kompliziert und zu lang. Den dritten mögen ganz viele nicht. Ich finde ihn immer noch in Ordnung halt. Also es gibt einige Sachen, die halt blöd sind und so weiter. Also er muss nicht unbedingt so oberdüster werden, wie er ist. Halt, er entfernt sich halt sehr vom Spaß und nimmt sich ein bisschen zu ernst. Aber es ist hat immer noch gute Action, hat immer noch gute Charaktere und so weiter. Halt das Drehbuch und die Struktur, die schwächeln halt. Das Finale ist cool. Der vierte ist, ich weiß auch, den mochte ich irgendwann mal lieber als den dritten. Dann fand ich ihn richtig doof. Ich habe ihn vor kurzem nochmal mit meinem kleinen Bruder gesehen und denke mir, ist okay. Halt, er ist in Ordnung. Hat auch spaßige Momente, ist aber wiederum zu kompliziert erzählt und viel zu lang. Jetzt ist der neue draußen und er ist okay. Halt, also ich hatte ganz furchtbare Angst davor, dass ich den überhaupt nicht mögen würde. Aber es ist so ganz, der frische Wind ist weg halt. Also es ist keine wirklich steife Brise mehr in den Segeln. Mir wurde vorher von irgendjemandem gesagt, das wäre wohl der kürzeste der Reihe. So fühlt er sich nicht an. Ich weiß nicht genau, wie lang er ist, aber er fühlt sich an wie der längste der Reihe. Denn die Handlung plätschert nur so vor sich hin. Es hat keinen Drive, es hat keinen Flow. Der Film fängt ganz stabil an, halt. Also sobald wir endlich mal Jack Sparrow sehen. Es geht um den, es geht um einen jungen Mann, der heißt, hab Namen vergessen, egal. Ach ja, Harry. Und er ist der Sohn von jemandem, den Jack Sparrow mal kannte. Ich bin hier ganz vorsichtig. Ich weiß, irgendwelche Trailer haben das gespoilert, aber für diejenigen, die überrascht werden wollen, sage ich es nicht. Er ist auf jeden Fall der Sohn von jemandem, den Jack Sparrow kannte. Und er gerät kurz in die Fänge von Captain Salazar, einem verfluchten Piraten und Mannschaft über eine, Herrscher über eine verfluchte Crew, der an einem bestimmten Punkt gefangen ist, im Bermuda-Dreieck, und dort Schiffe untergehen lässt. Und er will Jack Sparrow, weil ihn wohl ein Fluch mit ihm verbindet. Gut. Und Jack Sparrow indessen versucht immer noch die Black Pearl wieder groß zu machen, begegnet einer jungen Frau, die alle für eine Hexe halten, weil sie sehr viel schlauer ist als die anderen Frauen, die man so kennt. Und der junge Harry rettet die beiden vor dem Strick, beziehungsweise vor der Guillotine. Und sie machen sich auf den Weg, um Poseidons Dreizack zu suchen, weil der angeblich alle Flüche brechen kann. Und Barbossa wird ebenfalls involviert. Und die Briten auch. Und das ist die Handlung. Klingt nicht so kompliziert. Der Film macht es kompliziert. Die finden, dass alle Fluch der Karibik-Filme hatten bisher in dem Sinne irgendwie das Problem, dass halt, keine Ahnung, irgend so was Simples wie sich den Schnürsenkel zuzumachen, können die mit mehreren Seiten von Dialog zupflastern, obwohl es eigentlich nur 2 Sekunden dauern müsste, bis irgendwas geregelt ist. Hier ist es genauso. Es gibt viele Szenen in dieser Art, wo man halt denkt, das sollte schon längst in irgendeiner Form gelöst sein, aber es ist halt, sie ziehen es wirklich lang. Wenn wir das erste Mal Jack Sparrow sehen, das so nach ungefähr 10 Minuten oder so, fängt das gleich wirklich sehr temporeich und spaßig an mit einer sehr originellen Bankraubszene. Daran erkennt man auch, dass es die Regisseure von Bandidas sind. Den Film habe ich gar nicht zu Ende geguckt, aber der war ganz amüsant halt, aber ich fand ihn auch ein bisschen langweilig. Auf jeden Fall, das ist sehr originell und sehr spaßig. Wir haben einen Paul McCartney-Cameo als Jacks Onkel Jack. Und da gibt es einen ganz netten Gag. Und die Rettungsszene mit
Jack und dieser, ich glaube, Karina heißt sie, also halt mit der jungen Frau, die ist wahnsinnig witzig. Also ich hab schon lange nicht mehr so laut gelacht im Kino. Und das Publikum war auch klasse, es war sehr gemischt. Es waren junge Leute da, Kinder, ältere, mittelalte Leute, also wirklich extrem gemischtes Publikum. Und das war ein super Publikum. Die haben halt richtig, richtig toll reagiert und haben einen richtig mitgerissen. Und ich mag das. Der Film sieht gut aus, nach wie vor. Das 3D könnt ihr euch schenken, denn dieser Film ist extrem dunkel in vielen Szenen und das 3D macht es zusätzlich schwer, das zu sehen. Es gibt eine Szene, so quasi die erste Hälfte des Finales, die spielt bei Nacht und es ist wirklich sehr, sehr schwer, bestimmte Dinge zu erkennen, obwohl eine Menge cooles Zeug passiert, aber es ist teilweise wirklich nur erahnbar und das ist sehr schade. Also ich würde euch empfehlen, geht in 2D rein. Ihr verpasst nichts, wenn ihr nicht in 3D guckt. Es gibt kaum irgendeine Art von Effekt. Wenigstens der vierte Teil hatte halt ein paar gute Effekte, wo sie irgendwas in die Kamera halten, aber hier ist es nicht der Fall. Ich mag den, es sieht immer noch gut aus, halt, also visuell ist der Film größtenteils gut. Die neue verfluchte Crew ist cool, das ist cool visualisiert. Ich mag Javier Bardems Look als Schurken und so weiter, aber er selbst ist halt in dem Sinne auch nicht besonders interessant oder so. Und halt mit seine Backstory ist mit Jax ein bisschen verbunden, weil Jack ihn halt in diese Falle gelockt hat. Das sieht man ja auch in einem der Trailer. Der junge Jack Sparrow hat das gemacht. Und hier untergräbt sich die Reihe selbst, weil im zweiten Teil wird einem erzählt, dass Jack seinen magischen Kompass von Tia Dalma, von dieser Priesterin oder wie auch immer, bekommen hat. Und in diesem Film bekommt er den Kompass ganz anders. Wo ich mir dachte, Moment, was? Halt, von wegen, haben die überhaupt den zweiten Teil gesehen? Das ist ein bisschen merkwürdig, dass da niemand aufgepasst hat. Okay, wie auch immer. Und ja, und von wegen halt, in dem Sinne deckt der Film halt auch einige Sachen auf, wo wir dachten, mussten wir das wissen. Halt, wie hat Jack seinen Hut gekriegt? Jetzt wissen wir es. Halt so von wegen, okay, toll. Ja. Ist ein bisschen seltsam halt. Aber halt auch der junge Johnny Depp sieht also extrem gut aus, in dem Sinne, dass man nicht irgendwie einen Uncanny Valley-Effekt oder so. Also das haben sie gut getrickst. Insgesamt auch halt, weiß nicht, die Zombie-Haie-Sequenz ist cool. Halt, die hätten schon viel früher Zombie-Haie in diese Reihe bringen sollen. Aber selbst da ist es fehlt ein Drive, es fehlt ein Spannungsbogen. Man hat nie wirklich das Gefühl, obwohl der Film in einer sehr kurzen Zeitspanne spielt, man hat nie das Gefühl, der Film hat es eilig irgendwie. Es ist dringend, dass sie dort und dort ankommen müssen. Selbst wenn sie wirklich direkt von den Piraten verfolgt werden, ist nicht wirklich irgendwie was da, was einen mitreißt oder so. Und dann gibt es diese merkwürdige Unterbrechung, wo wir dann plötzlich eine Art von Hochzeitssequenz haben. Und das ist halbwegs witzig, aber es ist komplett sinnlos. Die verschwenden bestimmt 5 Minuten mit diesem Szenario und es bringt nichts. Es ist so ähnlich wie halt mit der Kannibalensequenz im zweiten Film, die ungefähr 20 Minuten dauerte und nichts mit der Handlung zu tun hatte. Waren da auch witzige Sachen, klar, aber das könnte man rausschneiden und nichts würde sich ändern von der Handlung her. Das ist der Drehbuchautor von Catch Me If You Can, also es ist ein neuer Drehbuchautor, wo ich mir dachte, vielleicht bringt das ja wieder ein bisschen frischen Wind hinein, aber nicht wirklich. Es gibt ein paar nette neue Ideen halt vom Visuellen her und halt was den Fluch angeht. Aber es ist echt, der Drive ist weg, die Puste ist weg. Halt, die, was die neuen Charaktere angeht, halt die Karina, die Schauspielerin, Kaya irgendwas. Ich mochte sie, halt sie hat einen guten Arc, sie hat einen guten Charakter und so weiter. Halt von wegen dieser Witz, dass sie alle für eine Hexe halten, nur weil sie halt in dem Sinne Astronomin ist und so weiter. Das läuft sich, das fängt witzig an, aber irgendwann reitet sich das tot, wo ich mir dachte, wie auch immer, okay. Halt dieser Harry, ich habe den Schauspieler schon mal woanders gesehen und war nicht so ein riesen Fan von ihm. Und hier ist er besser, aber es ist in dem Sinn auch relativ. Jeder Fluch der Karibik-Film muss in dem Sinne halt so einen guten, aufrechten Heldenverschnitt haben. Und das ist halt er, aber er ist wirklich einer der passivsten von allen. Halt, er hat in dem Sinne nicht den. Ja, und er geht mit der Motivation ran, aber er ist so furchtbar blass, dass man halt denkt, und das ist jetzt in dem Sinne der neue Heldenverschnitt hier. Also, das ist ein bisschen anstrengend.
Und sonst einige der alten Crewmitglieder sind noch da, halt nicht alle. Jeffrey Rush macht immer noch Spaß. Und bei Jack Sparrow und Johnny Depp, ich meine, er ist in dem Sinne immer noch liebenswert, aber auch das Gimmick, er ist inzwischen nur noch Routine, in dem Sinne, dass halt Johnny Depp hat ganz offensichtlich, Cast und Crew haben hier richtig viel Spaß und die geben sich Mühe und alles, und Johnny Depp hat auch sehr viel Spaß. Aber er ist wirklich nicht mehr wirklich ein Charakter, sondern es ist einfach nur seine schräge Routine. Und das ist ein bisschen, und so kann man ihn auch nicht wirklich in den Szenen, wo es ein bisschen härter zur Sache geht, nicht mehr wirklich anfeuern oder so. Also er wirkt nicht mehr ganz so kompetent, vielleicht, wie es noch im ersten und zweiten der Fall war. Er ist inzwischen sehr viel mehr Comedy-Figur als wirklich ein Charakter. Und das ist nicht ganz so. Ist nicht ganz so gut einfach. Wenn jetzt nur noch alle Leute um ihn herum irgendwie direkte Motivation haben und das ist ein bisschen. Entschuldigung. Das ist ein bisschen schwierig. Halt insgesamt, also ich kann nicht so viel über den Film sagen, ohne jetzt wirklich viel zu spoilern, aber es ist halt, wo man sich fragt, lohnt es sich überhaupt hier nicht zu spoilern, weil. Und das Ende ist auch in dem Sinne halt, wenn jetzt die Reihe hier aufhört, schätze ich mal, ist es okay, aber sie halten es trotzdem. Es gibt eine Post-Credits-Szene, also ihr solltet bis nach dem Abspann bleiben. Aber sie halten es halt offen dafür, dass es weitergehen kann. Und ich keine Ahnung, was daraus wird. Ich weiß nicht, wie dieser Film performen wird. Also, wer weiß, wie es weitergeht. Aber wenn das jetzt der letzte ist, dann dachte ich mir, also sie sind nicht rausgegangen halt mit einem Knall. Aber halt, es hätte noch viel, viel schlimmer sein können. Also der Film hätte noch viel, viel langweiliger sein können oder sonst irgendwie. Und ich weiß, es ist nicht wirklich ein Kompliment, aber so ist es halt. Ich bin in dem Sinne, ich bin ein Fan des Franchises halt. Ich bin nicht mehr in dem Sinne so ein riesig großer Fan, der jeden Fehltritt vergibt, aber es ist eine spaßige Reihe gewesen. Und dieser Film hat seine spaßigen Momente. Aber trotzdem erzählt er seine Sachen teilweise viel zu kompliziert und er geht sich zu sehr in bestimmten Dialogen und Szenarien, die eigentlich gar nicht so lange dauern müssten. Die Action ist halt, wenn es mehr auf den Humor abzielt und so weiter und auf den Slapstick, ist die Action sehr gut und unterhaltsam. Aber gegen Ende, wenn es dann plötzlich ernst werden soll, dann wird es halt wirklich auch ein bisschen unübersichtlich und man kann nicht genau erkennen, was los ist, und das ist in dem Sinne auch nicht wirklich ein großer Augenöffner dabei, auch wenn das letzte Szenario vom Look her relativ cool ist. Ja, aber das ist meine Meinung halt. Der Film ist in Ordnung, er ist guckbar. Halt in 2D wahrscheinlich noch viel mehr. Aber er ist nicht der neue Hit, es ist keine Rückkehr zu alter Form, bei weitem nicht. Also die ganz frühen Kritikerstimmen haben da die Unwahrheit gesagt. Es ist keinesfalls irgendwie wieder annähernd so gut wie der erste oder der zweite oder sonst was in der Art. Es ist so langsam bricht die Flaute ein. Und mit dem nächsten Film, falls es einen nächsten Film gibt, könnte die Reihe vielleicht zu endgültigem Stillstand kommen, wenn die sich nicht endlich mal ein bisschen mehr Gedanken machen über ihre Struktur und über den Flow. Weil, was das angeht, hat die Reihe schon von Anfang an dieses Problem gehabt, aber noch nie so derbe wie hier. Ja. Also ich kann ihn nicht wirklich empfehlen jetzt, aber es ist halt, wenn ihr Riesenfans der Reihe seid, werdet ihr sowieso reingehen. Ich denke, dann werdet ihr halbwegs zufrieden sein. Also es gibt ein paar gute Sachen hier. Der Film ist nicht schlecht, aber er ist halt nicht, er ist nicht so großartig und so unterhaltsam, wie er sein könnte, obwohl einige der neuen Charaktere funktionieren hier und wirklich einige der Szenarien sind wirklich, wirklich gut gemacht. Diese Entkommenssequenz ist wahnsinnig witzig. Also Das war der Hammer. Das war wirklich klasse. Also so kennen und lieben wir unsere Karibikfilme. Aber leider, ich habe das Gefühl, der Film, was das angeht, verschießt sein Pulver zu früh. Und ich glaube, er hat sowieso kaum noch Munition, um noch ein weiteres Mal Deck zu erobern mit guten Kritikerstimmen und vielen, vielen Zuschauerzahlen. Halt, ich fürchte, jetzt hat das Schiff definitiv ein Leck. Und falls sie noch einen neuen Film machen, wie auch immer, dann wer weiß, ob das sinkt oder nicht. Das ist mein Fazit. Ich empfehle mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Review. Bis dann.